Das Warten hat sich gelohnt, liebe Zuschauer. Jetzt kommt der dritte Teil unserer Messesondersendung hier von der Spielwarenmesse aus Nürnberg. Und ich lade Sie ganz einfach ein, kommen Sie wieder mit. Bei unserem Messerundgang hier in Nürnberg haben wir uns überlegt, was wir Ihnen eigentlich noch so vorstellen könnten. Und da fiel mir doch ein, einen guten alten Bekannten zu besuchen, nämlich die Firma Noch. Und Dr. Rainer Noch wird uns sicherlich so freundlich sein, die tollen Neuheiten, die dieses Jahr auf dem Plan stehen, vorzustellen. Hallo Herr Buttig, herzlichen Dank, dass Sie bei uns vorbeischauen. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder da sind und gerne. Also, fangen wir gleich mal an mit Ihrem neuesten Highlight, dem Grassmaster 2.0. Geht der jetzt noch schneller als der alte oder wie muss ich das verstehen? Der ist jetzt tiefer gelegt und hat Breitreifen und ist mit Spoilern versehen. Nee, Quatsch. Der Grassmaster 2.0 ist eine technologische Weiterentwicklung, ja. Da insbesondere der Trend zu immer längeren Grasfasern, auch gerade für die Freunde der Spur 0, die bisherige Technologie ein bisschen an die Grenzen gebracht hat. Und wir haben den Grassmaster 2.0 wirklich technisch komplett neu entwickelt. Der hat 30% mehr Leistung. In dem Gerät liegen 20.000 Volt an, aber es ist nicht erschreckend, also man kriegt da keinen tödlichen Schlag, wenn man reingreift, sondern es geht ja nur um das Hochspannungsfeld, in dem die Grasfasern aufgestellt werden. Und damit ist das Gerät wirklich für alle Grasfaserlängen ideal geeignet. Also das Gerät sieht ja im Grunde genommen genauso aus wie der Grassmaster 1.0, muss ich jetzt mal sagen. Ja. Es ist nichts anderes, nur dass halt die Voltzahl erhöht worden ist, um die Fasern länger aufstellen zu können. Es ist eine komplett neue Elektronik drin und dass man es von außen auch differenzieren kann. Die 1.0, die hat einen silbernen Griff und die 2.0 einen mattschwarzen Griff. Das ist aber nur die reine Äußerlichkeit. Aber das Innenleben hat sich komplett gewandelt. Ja gut, der Modellbauer muss ja schon wissen, mit welchem er arbeitet. Also, dass er es auch nicht verwechselt. Genau. Ja, nun haben wir uns schon überlegt bei der Herfahrt im Auto und die Kollegen haben auch schon gefeixt drüber. Also wir reden von Gras und von Schnee. Oh, ja. Also wir sind jetzt nicht im Coffeeshop in Holland, sondern... Nein. Die Beschneiungsanlage, sage ich jetzt mal, ist eine Neuerfindung. Ja, das ist eine neue Erfindung. Also wir haben einfach die letzten Jahre festgestellt, dass das Thema Winterlandschaft, das Thema Schnee für den Modellbahner immer wichtiger wird. Und da haben wir gesagt, okay, wir können im Sommer begrasen, warum können wir im Winter nicht beschneien? Und haben eine Schneeflocke entwickelt. Das ist eine nur 1 mm lange Viskosefaser, die ebenfalls mit dem Grasmaster aufgeflockt wird. Also die kriegt da quasi auch eine elektrostatische Aufladung und dadurch hat man einen samtartigen Überzug rein weiß, der wirklich aussieht wie frisch gefallener Schnee. Unten drunter kann man dann zuvor natürlich noch mit unserer Schneepaste gehen. Die Schneepaste ist ein Material, was vielleicht so von der Verarbeitung ein bisschen an eine Knetmasse erinnert. Auch schon leichtseitig glänzend. Da kann man eine Schneelandschaft gestalten mit Schneewächten und Schneebergen und dann anschließend mit den Schneeflocken den Pulverschnee drüber fallen lassen. Ah ja, nun drängt sich aber trotzdem die Frage bei mir auf, wenn Sie sagen, dass wir also auf dieser Oberfläche hier beflocken mit Schneeflocken, kann man die wieder absaugen, wenn man die Nase voll hat vom Winter oder... Ist nicht so gedacht. Die Schneeflocken sind extrem leichtgewichtig und die sollten mit einem speziell entwickelten Schneekleber fixiert werden. Also wenn Sie das Fenster aufmachen und haben das nur aufgestreut, dann haben Sie Winter im ganzen Zimmer. Also, wenn ich also Winter auf der Anlage mache, dann ist der Winter für immer da. Dann ist der Winter und es ist speziell auch für den Dioramenbau oder für irgendwelche exponierten Stellen auf der Modellbahn, dass man sagt, hier ist mein Hochgebirge, da will ich Winter haben und unten im Tal kann ja schon Frühling sein. Ja, soweit zu dem Schneesystem und dem Winter auf der Anlage. Im Bereich Lasercut Minis haben Sie ebenfalls Neuigkeiten zu bieten. Ja, das hat sich letztes Jahr herausgestellt, dass insbesondere diese kleinen Lasercut-Bausätze sehr, sehr gut ankommen, weil das zum einen... in sich geschlossene kleine Themen sind, die jeder noch auf seiner Anlage unterbringen kann und zum anderen auch wirklich in der Mitnahmepreislage läuft. Und da haben wir dieses Jahr 15 neue Modelle angefangen, vom Gewächshaus über Frühbeete, über einen Bauschuppen, über einen Hochstand. Liebevolle kleine Modelle, alle zwischen 4,99 und 7,99, also richtige Mitnahmepreislage, die vor allem, und die meisten Anlagen sind ja schon fertig, die vor allem auch in fertigen Anlagen noch ihre Heimat finden können. Die auf keiner Anlage fehlen sollten. Genau das. Die auf keiner Anlage fehlen sollten. Also ich finde, das ist schon mal eine ganz clevere Idee. Klar, Sie kommen ja auch aus dem Ländle. Ja. Dann ist uns aufgefallen, Sie bieten jetzt an, neu im Sortiment, beleuchtete Figuren. Was muss ich mir jetzt darunter vorstellen? Leuchten jetzt die Menschen oder...
Also die Entwicklung der LEDs hat ja in den letzten Jahren wahnsinnige Fortschritte gemacht. Und inzwischen gibt es sogenannte SMD-Technologie. Das sind also LEDs, die sind so klein und mit so feinen Drähten, dass sie mit normalen Fingern schon fast gar nicht mehr gefasst werden können. Und diese SMDs, die kleben wir mit einem speziellen Klebstoff auf unsere H0-Figuren auf, bevor sie bemalt werden. Also diese Drähte, die an die SMD rangehen, die sind so stark, etwa wie zwei Menschenhaare. Die werden mit einem speziellen UV-härtenden Kleber angeklebt und erst anschließend werden die Figuren bemalt, dass man dann also an der Figur auch keine Kabel mehr erkennen kann. Und da haben wir ein kleines Sortiment zusammengestellt. Das ist ein Schaffner mit einer grün leuchtenden Kelle. Das sind Motorräder mit Vorder- und Rücklicht. Das sind Schweißer mit blitzendem Schweißlicht. Und mein Highlight sind eigentlich so ein bisschen die Fotografen, wo dann wirklich der Blitz mit einem Blitzeffekt funktioniert. Das ist ja unglaublich, was sie sich jedes Jahr wieder neu einfallen lassen. Die Frage nach den Neuheiten stelle ich nachher noch. Ich weiß, die ist sinnlos, aber ich werde sie trotzdem stellen. Ja, im vergangenen Jahr war das Kernthema Handwerker. Ja. So, die haben sie nun hinaus in ihre Modellbahnwelt geschickt. Die haben also aufgeräumt, sauber gemacht und Platz geschaffen für Neues. Und das Neue ist jetzt der Table Dance geworden. Oh, ein gefährliches Thema. Also wir kommen, wie Sie wissen, aus dem Allgäu und wir haben unseren Schwerpunkt immer so auf Grün und Landschaft und Natur. Und dann kam so, ja, ihr mit eurem Landleben, macht doch mal was Städtisches. Deswegen ist dieses Jahr unser Fokusthema in der Stadt. Mhm. Und in einer richtigen großen Stadt, da gibt es natürlich auch die Ecken, die Rotlichtecken. Und für die haben wir einen Table Dance entwickelt. Das ist ein Lasercut-Gebäude mit einer bereits vormontierten Mechanik drin. Und da sind drei Damen, die wurden von unserem Produktmanager sogar getauft auf drei nette Damennamen. Und die drehen sich mit einem Servogetrieben an der Table Dance Stange. Dass der Table Dance noch realistischer erscheint, ist er mit blitzenden roten und blauen LEDs versehen. Und das Ganze ist, denke ich, ein echter Hingucker für die Modellbahn. Haben Sie da irgendein Modell im Auge gehabt oder ist das jetzt eine Fantasiekonstruktion? Das ist eine absolute Fantasiekonstruktion, weil ein normaler Table Dance, zumindest wie ich ihn als unbedarfter Mensch kenne, der läuft ja in einem Haus ab. Also von außen sieht man da ja nicht rein, aber unser Table Dance, das ist so ein verglastes Eckgebäude, was also auch nach außen recht großzügige Einblicke erlaubt. Also stelle ich jedes Jahr fest, wenn wir bei Ihnen zu Gast am Stand sind, Sie bieten immer wieder so besondere kleine Highlights, besondere Hingucker. Und ich denke, diese beleuchteten Figuren und Fahrzeuge sind ja auch das, was auf der Anlage sicherlich gefehlt hat. Einschließlich der Nettigkeiten, Table Dance etc. pp. Auch die Leute der Winterlandschaft werden bei Ihnen bedient. Was will man mehr? Was will man noch mehr? Noch mehr. Was will man noch mehr? Wir haben natürlich immer einen Höllenspaß unterm Jahr, ja, uns Dinge auszudenken und Realität werden zu lassen. Jetzt direkt nach der Messe ist schon wieder vor der Messe und dann machen wir uns an die Neuheiten 2014 und macht einfach Freude, irgendwelche besonderen Dinge entwickeln zu dürfen und dann auch die präsentieren zu dürfen und zu sehen, dass sie gut ankommen. Kriege ich jetzt wieder eine Abfuhr? Ja. Ich verrate nichts. Liebe Zuschauer, Dr. Rainer Noch verrät uns nichts, was er nächstes Jahr bringt. Aber wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen für das tolle Gespräch. Danke, es war ganz nett, mit Ihnen wieder geplaudert zu haben. Sie sehen den Dr. Rainer Noch als den Menschen, der auch viel Spaß dabei hat an seinem Beruf. Und wer hat das schon noch heute? Also wir. Sie auch. Ja. Also vielen Dank, dass wir bei Ihnen Gast sein durften. Und wir freuen uns auf nächstes Jahr. Gerne, Herr Budig. Ich freue mich auch schon. Ja. Ja, liebe Zuschauer, jetzt sind wir bei unserem Messerundgang weitergegangen. Und ich habe es im vergangenen Jahr schon so gesagt, ich freue mich immer ganz besonders, diesen Satz zu sagen, der Lenz kommt im Januar. Ich freue mich also, Bernd Lenz Ihnen vorstellen zu dürfen und er wird uns auch sicherlich die Neuheiten für dieses Jahr für Ihr Unternehmen vorstellen. Ja, gerne. Meine Grüße noch an die Zuschauer dieser, ich sag mal, Sendung. Ja. Und ich freue mich immer über diesen Besuch. Neuheiten müssen wir ja heute splitten. Das heißt, wir haben Neuheiten im Digitalsektor und wir haben Neuheiten im eigentlichen Modelleisenbahnsektor. Und bei dem Modelleisenbahnsektor ist heute der Schwerpunkt natürlich die Spur 0, mhm, obwohl wir auch noch eine kleine Überraschung für H0 haben. Aber da kommen wir dann später drauf und wir fangen mal mit dem Digitalteil an.
Genau. Und da ist dann als absolute Neuheit bei Ihnen der Handregler LH01. Ich muss es ablesen. Schwieriges Wort. Dieser Handregler wurde ursprünglich entwickelt, damit wir ein attraktives Teil für unser Startset in Spur 0 haben. Das Startset in Spur 0 ist sehr beliebt, weil es erlaubt einen sehr einfachen Einstieg, ein Vertrautwerden mit der Spur 0, hat auch einen sehr attraktiven Preis. Nur die Technik, die wir dazu gepackt haben, die Digitaltechnik, war nicht so adäquat für dieses Startset. Und da haben wir angefangen, ein neues zu entwickeln. Und über die Zeit, die Elektronik macht auch Fortschritte, stellt man dann sehr schnell einmal fest, da muss noch was gemacht werden und da muss noch was gemacht werden. Aber es gab drei ganz wesentliche Zielsetzungen. Es sollte so einfach zu bedienen sein wie ein konventioneller Fahrregler, damit diese Einstiegsbarriere zum Digital wegfällt. Es sollte aber auch nicht teurer sein als ein konventioneller Fahrregler, schon eine Herausforderung. Und es sollte dann auch noch zum bisherigen System passen. Kurzum, Sie haben es hinbekommen. Ja, da werden sich die Meinungen sicherlich ein bisschen verschieden sein, sage ich mal, weil dem einen ist es dann nicht gut genug und aber viel wichtiger ist uns, denen es nicht gut genug ist, die haben ja schon digital. Also ich lege schon Wert darauf, dass wir hier auch den Einsteiger für begeistern wollen. Und wir hatten für die Spur 0 ja auch noch das Problem, dass dort Funktionen mittlerweile bis zu F20 gehen. Und in der Vergangenheit wurden solche Einsteigergeräte immer limitiert auf 10 Adressen und 4 oder vielleicht 8 Funktionen. Und wir haben überhaupt keine Limits mehr drin. Okay. Und ich hoffe, dass es uns gelungen ist, insbesondere auch was die einfachste Bedienung angeht. Gut. Dann kommen wir doch gleich mal zu den Fahrzeugen, die Sie neu vorstellen, die man ja auch mit diesem Regler sicherlich bedienen kann. Ja, unbedingt. Es ist die Baureihe 260. Ja, wir haben schon im letzten Jahr mit der normalen DB-Version angefangen und wir werden bei der 260 oder V60 in diesem Jahr zwei weitere, dann modernere Typen bringen, das heißt die blau-beige und dann auch die Orientrote, die also erst so ab 1990. Aber die V60 ist ja ein absolutes Phänomen. Die ist ja nun schon gut und gern über 50 Jahre im Einsatz. Sie fährt ja heute noch. Ne? Was für, sagen wir, elektronische Highlights haben Sie denn eingebaut bei der Lok? Zum ersten Mal, weil jetzt werde ich mal etwas persönlich. Ja. Die Diskussion, wo sollte man und sollte man einen Lokführer einbauen und wie sollte man ihn einbauen. Es wurde sich immer beschwert, wenn wir keinen drin hatten, weil wenn man einen Lokführer einbaut, ist er zu 50% der Zeit immer verkehrt, weil er guckt immer in die andere Richtung, in die er gerade fährt. Ne? Und um dieses Dilemma zu umgehen, haben wir ihn jetzt so eingebaut, dass er sich immer in die richtige Fahrtrichtung dreht. Das heißt, er guckt immer in die Richtung, wo er auch hinfährt. Das ist doch mal eine ganz tolle Neuerung. Ja, und dann, was kann man noch so zuschalten? Lichter sicherlich? Ja, natürlich Sound, Licht und wie alle unsere Spurlokomotiven natürlich die Kupplung. Weil das erhöht den Spielspaß und das sollte man sich zu bekennen. Ich spiele mit der Bahn, ich bin ein Spieler, aber ich zocke nicht nur neben. Ja, dann kommen wir zu einem weiteren Fahrzeug, was Sie ebenfalls neu vorstellen. Bekannt auch unter dem Radar der Nebenbahn, das Butter-und-Brot-Geschäft bei der Deutschen Bahn, der VT98. Ja, der war sehr lange in Arbeit. Da haben die Kunden auch schon sehr lange drauf gewartet. Jetzt ist er da. Ich muss ehrlich sagen, das war die schwierigste Lokomotive, die wir bisher hatten. Sieht zwar nicht so aus. Aber ich wollte gerade sagen, sieht relativ einfach aus. Also. Nee? Ja, unsere
Unsere eigene Vorstellung, unser eigener Maßstab ist ja der, dass die Fahrzeuge auch wirklich voll einsetzbar sind. Wir bauen nichts für die Vitrine, wir bauen für die Anlage. Wenn sich das jemand in die Vitrine stellt, kann er das gerne tun. Aber wir bauen die Dinge für die Anlage. Und dann muss so ein Fahrzeug mindestens einmal auch den Betrieb ermöglichen, den das Vorbild hatte. Wir hatten uns für den VT 98 entschieden, weil der im Gegensatz zu dem VT 95 die Originalkupplung hat. Und er hat auch beim Vorbild schon mal einen Güterwagen mitgezogen. Und deswegen hat auch unser Schienenbus vorne und hinten, sage ich jetzt mal, die automatische Kupplung, damit man auch diese Manöver fahren kann. Aber das Schwierigste und Wichtigste war, auf der einen Seite ein vorbildgetreues Modell, Inneneinrichtung und so weiter zu kreieren, aber der Motormaschine so viel Gewicht und so viel Reibung mitzugeben, dass sie über typische Modellbahnsteigungen mit einem Güterwagen noch drüber gekommen ist. Und das hat uns etliches an Kopfzerbrechen abverlangt. Das kann ich Ihnen jetzt so abkaufen. Ja, im weiteren Fahrzeugbereich sicherlich auch immer sehr gern gesehen die Köf 2 in der Deutschen Reichsbahnausführung und in der Bundesbahnausführung. Ja, wir erkennen, und zwar sehr gerne, weil ich freue mich persönlich sehr darüber, dass es auch im Bereich der neuen Bundesländer oder sagen wir ganz präzise im Bereich der früheren Reichsbahn ein zunehmendes Interesse an der Spur 0 gibt. Wir haben von Anfang an eigentlich die meisten Modelle so ausgesucht, dass sie in beiden Bahnverwaltungen möglich waren, ob das jetzt eine Baureihe 94 war oder eine KÖV. Es ging leider nicht mit der V100, weil die V100 West und die V100 Ost so extrem unterschiedlich sind, dass man die nicht unter einen Hut bringen kann, es sei denn, man macht komplette Neukonstruktionen. Aber es gilt für alle Wagen, die wir bisher gemacht haben, weil die alle aus der Zeit vor oder während des Krieges sind und dann zwangsläufig bei beiden Bahnverwaltungen tätig waren oder eingesetzt waren. Nur, die Leute mögen es gar nicht so sehr, DB-Kekse oder Beschriftungen abzukratzen und durch etwas anderes zu ersetzen. Wir haben also jetzt angefangen, bei Neuauflagen von Wagen auch immer eine DR-Beschriftung. Und wir werden jetzt zum ersten Mal die KÖV dann in einer DR-Version komplett mit allen Teilen, die dazugehören und parallel die KÖV dann auch bei der DB noch für die Epoche 4, das heißt mit geschlossenem Führerhaus, anbieten. Und gleich dazu, das machen wir sowohl in H0, da haben wir ja die KÖV auch, als auch in Spur 0. Gilt für beide Spurweiten. Und dann gibt es die Chance, jetzt verrate ich eigentlich schon zu viel, aber mit einer DR-KÖV und ein paar DR-Güterwagen haben wir natürlich auch die Chance, mal ein Startset DR zu machen. Dem Modellbahner wird es freuen, was Sie eben verraten haben. Ja, mit dem Stichwort Wagen geben Sie mir eigentlich auch einen ganz guten Punkt, Grund. Es gibt auch einen ganz bestimmten Güterwagen, den Sie anbieten, der Ihnen wahrscheinlich auch sehr am Herzen liegt, der Schotterwagen. Was kann der alles? Also, er kann eigentlich immer gut eingesetzt werden, gerade auf Kleinstanlagen, weil ich glaube, es ist einer der kleinsten Güterwagen, die es überhaupt gibt. Wir haben ihn aber so gebaut, dass er tatsächlich alle Funktionen des Vorbildes, also das Öffnen der Schieber, damit der Schotter auch rauslaufen kann, das funktioniert an dem Modell auch wirklich alles. Liegt wahrscheinlich auch wieder daran, dass ich persönlich das Nachstellen solcher Vorbildszenen mag. Deswegen muss ein Güterwagen immer Türen zum Öffnen haben, damit man ihn auch mal beladen kann und man das darstellen kann. Und so kann man das mit dem Schotterwagen auch machen. Also die Hebel, die der hat zum Öffnen, der Schieber, die sind alle beweglich, können alle eingestellt werden. Ne? Vielleicht mal am Rande. Dieser Schotterwagen, so klein wie er ist,
besteht aus 110 Teilen, die alle zusammengebaut werden müssen. Alle Achtung. Da ich jetzt mal. Ja, lieber Bernd Lenz, dann sind wir schon wieder am Ende bei den vorstellenden Neuheiten. Es hat wieder viel Spaß gemacht, mit Ihnen hier am Stand zu sein und zu sprechen. Und ich hoffe, dass wir uns nächstes Jahr mit weiteren ganz tollen Neuheiten hier wieder treffen werden. Ich bin mir ganz sicher. Er ist sich ganz sicher. Damit verabschieden wir uns hier von der Firma Lenz, liebe Zuschauer, und sind Sie gespannt bei unserem nächsten Gespräch. Wir sind jetzt verabredet am Stand von Faller, liebe Zuschauer. Ich sage es mal auf Schwäbisch, schaffe, schaffe, Häusle baue. Die Firma Faller stellt dieses Jahr ebenfalls sehr interessante Dinge vor, in Themenwelten gepackt. Und Stefan Rude wird mir jetzt helfen, das ein bisschen aufzulösen. Es freut uns, dass Sie in diesem Jahr auch wieder hier bei uns im Stand sind, auf der Spielwarenmesse. Ich als Schwabe, ja, begrüße Sie ganz herzlich. Auch aber wenn, kein Schwimmwort. Auch wenn die Firma natürlich in Baden sitzt, ja, das möchte ich schon betonen. Wir haben dieses Jahr ein paar ganz besondere Highlights zu bieten. Wie Sie richtig erwähnt haben, gepackt in Themenwelten, die wir Ihnen gerne vorstellen. So, da gibt es das große Thema Bahnindustrie. Was bieten Sie da dem zukünftigen Kunden? Also ein Thema ist wie immer natürlich bei der Modellbahn das Thema Bahn, dort gepaart mit dem Thema Bewegung. Wir haben ganz traditionelle Modelle beweglich gemacht mit Hilfe von Antriebsteilen, mit unseren neuen Servosteuerungen und neuen Servomotoren, sodass einfach etwas mehr Action auf der Modellbahn jenseits der Schiene stattfinden kann. Was bewegen Sie denn da? Sind das Kohlekräne oder was kommt da noch dazu? Wir bewegen Kohlekräne, wir bewegen an unserem Ringlokschuppen die Tore, wir bewegen eine Waggondrehscheibe, Wasserkräne, ja, alles was so in irgendeiner Form Sinn macht zu bewegen. Also machen wir jetzt den Schnitt an der Stelle und sagen, wir bewegen alles, was mit der Bahn zu tun hat. Sie haben natürlich aber auch da noch ein Highlight, einen sogenannten Wanderzirkus in dieser Industrieanlage verpackt. Was hat das damit auf sich? Ja, das Thema Zirkus wurde von Modellbauern an uns herangetragen. Es ist sicher ganz speziell, aber er ist so gehalten von der Größe her, dass er eigentlich auf jede Anlage passen kann. Ja? Und für sich wiederum ein abgeschlossenes Thema ist. Es ist dieses Jahr unser Highlight-Modell oder unser Premium-Modell, kommt auch nur in einer limitierten Auflage. Ist für 79,99 Euro, denke ich, ganz schick, auch vom Preis her und hoffentlich passend in viele Anlagen. Ja. Der zweite Bereich, den Sie vorstellen, sind die alpennahen Wohngebiete bzw. Gebäude. Und da gibt es ja auch Interessantes zu sehen bei Ihnen. Genau, wir haben uns dem Thema alpennahe Modelle Schwarzwald gewidmet. Wir haben dort auf der einen Seite Wiederauflagen, ein traditionelles Schwarzwaldhaus, wo wir jetzt in anderen Farben gemacht haben, aber auch investieren in dem Bereich Bauernhäuser extrem in neue Werkzeuge, in ganz neue Formen, wo ich denke, wo uns ganz tolle Bauernhäuser, ein kleines und ein großes Bauernhaus gelungen sind, die einen sehr, sehr hohen Detaillierungsgrad aufweisen und auch für die Zukunft uns für weitere Varianten in diesem Bereich ganz gute Spielmöglichkeiten lassen. Ja. Man darf ja, wenn wir über das Gebirge reden und Vorgebirge reden, natürlich eine Seilbahn auch nicht fehlen, oder? Nee, wir haben aber uns erstmal mit einer kleinen Seilbahn jetzt beschäftigt und haben das Thema Materialseilbahn in der Alpenregion aufgenommen und versuchen dort eben mit Hilfe einer kleinen Seilbahn etwas Bewegung in dieses Thema zu bringen. Es gibt dort zwei unterschiedliche Gondeln, ja, zum einen eine Personengeschichte, aber auch natürlich eine reine Materialgondel, um die Dinge von unten nach oben zu transportieren und zurück. Ja. Das waren jetzt erstmal die sehr schönen Neuheiten in H0. Sie haben natürlich auch noch Neuheiten in der Spur N parat. Genau, ebenso in Spur N ist es so, dass wir vom Themenspektrum her ähnlich unterwegs sind. Wir haben dort ein paar ganz interessante Geschichten auch im Bahnbereich, die wir aber auch, sofern möglich, beweglich machen mit Hilfe unserer Servomotoren. Ich denke, da lohnt sich auf jeden Fall ein Blick genauer hinzuschauen. Ja. Werden wir tun.
Und für die TT- und Z-Bahner gibt es neue Laser-Cut-Modelle. Genau, letztes Jahr haben wir in der kleinsten Spur in Z den Bahnhof Klingenberg gebracht und haben den wirklich sehr, sehr gut verkauft. Und dann haben wir gedacht, okay, was können wir in diesem Jahr machen? Und haben für beide Spuren ein Laser-Cut-Modell als Bauernhaus rausgebracht, wo ich denke, wo sicher ganz gut im Markt ankommen werden. Zusätzlich werden wir das Thema TT wieder neu beleben. Wir haben dort im Dezember schon aus älteren Formen wieder Auflagen von Bausätzen gemacht, um dort ein kleines, überschaubares TT-Sortiment zukünftig zu haben. Also mit anderen Worten, Sie wollen auch auf den TT-Markt, der ehemaligen Spur des Ostens und immer noch der Spur des Ostens, wenn man es mal so will, dort eventuell auch Fuß zu fassen und da also auch mehr Modelle zu verkaufen. Genau, wir haben schon früher mal TT-Modelle gemacht. Das war dann immer so ein Thema Maßstäblichkeit und passte. Es ist natürlich auch sicherlich zukünftig ein Thema, wo wir immer wieder mal eine Neuheit bringen oder auch aus älteren Formen, sofern es Sinn macht, gegebenenfalls eine Variante schöpfen. Ja. Vielen Dank, Stefan Rode, für diese Ausblicke und Einblicke in den Messeneuheiten. Und Sie, liebe Zuschauer, möchte ich jetzt entführen. Wir bleiben bei Falla und das Falla Car System 3.0. Und das ist das absolute Highlight bei dieser Messe. Jetzt zu dem angekündigten Falla Car System 3.0, dem absoluten Highlight dieses Unternehmens. Und da habe ich mir natürlich Verstärkung ans Mikrofon geholt, Hendrik Mielke, denn der weiß, wie das ganz genau funktioniert. Genau. Wir haben im vergangenen Jahr ja eine Studie vorgestellt schon mal, um zu zeigen, was möglich ist, was wir glauben, was möglich ist. Hatten aber im letzten Jahr noch ein bisschen die Sorge, dass es kostenmäßig zu hoch angesetzt ist, als das, was wir am Markt umsetzen können. Dieses Jahr sind wir uns sicher, dass es funktioniert. Wir haben ordentliche Preise hinbekommen. Das System ist ausentwickelt und wir können es jetzt als Produkt präsentieren. Wir hatten ja beim voriges Jahr hier gestanden, da war die Anlage noch relativ roh, da waren nur noch Fahrbahnen und alles Mögliche da eingelassen. Sie hatten da mit Sprachsteuerungen gearbeitet und so weiter. Es war sehr faszinierend für uns und auch etwas mystisch. Das funktioniert nach wie vor noch so, oder? Das funktioniert nach wie vor. Die Anlage war im letzten Jahr etwas roher dargestellt, weil wir zeigen wollten, dass keine Funktionsartikel mehr nötig sind unter den Fahrbahnen. Dementsprechend haben wir das alles ein bisschen hochgeholt und stilisiert gezeigt. Dieses Jahr haben wir eine ausgestaltete Anlage, weil das ist unser Metier. Das wollen wir auch wieder zeigen, wo die Fahrzeuge im normalen Umfeld fahren. Aber die Sprachsteuerung, die wir gezeigt haben, wird auf jeden Fall genauso weitergeführt, wie wir es im letzten Jahr gezeigt haben. Das ist fester Bestandteil der Software. So, jetzt haben wir hier eine Musteranlage stehen. Ist die jetzt festprogrammiert oder können Sie jetzt auch hier eingreifen? Ich kann hier eingreifen, jederzeit, sowohl über den Computer in dem Fall. Was wir hier sehen, ist eine Anlage, die voll digital gesteuert ist und vollautomatisch gesteuert ist. Das heißt, wir sehen diverse automatische Abläufe. Eine Sache, die von vornherein automatisch immer läuft, ist die Abstandssteuerung. Sehr realistisch. Die Fahrzeuge fahren sehr dicht aufeinander auf, wie es auch in der Realität der Fall ist. Ich kann aber jederzeit sowohl über den PC eingreifen, als auch über zum Beispiel eine Digitalzentrale, die an unserem Funkmaster angeschlossen ist, um Fahrzeug zu verlangsamen, anzuhalten, Funktionen wie Licht oder Sound zu beeinflussen. Es sieht das ja fast aus wie Zauberei auf dieser Anlage, wenn man diese Kehrmaschine da sieht und die LKWs dann oder die Fahrzeuge hinten auffahren, dass sie dann anfangen zu überholen. Wie passiert das? Wie geschieht das? Denn die verändert ja auch ihren Standpunkt, diese Kehrmaschine. Richtig. Dafür haben wir diese drei Satelliten oben hängen. Wir haben eine Ultraschallortung der Fahrzeuge. Auch das war ja Bestandteil dessen, was wir im vergangenen Jahr vorgestellt haben. Haben das Ganze jetzt noch ein Stück weit perfektioniert. Wir können inzwischen die Position erheblich genauer feststellen. Und zwar messen wir zwar nur einmal in der Sekunde ein Fahrzeug. Die Strecke dazwischen wird allerdings über den Computer simuliert, also extrapoliert die Strecke. So können wir zu jeder Zeit exakt feststellen, wo sich ein Fahrzeug befindet und können natürlich mit anderen Fahrzeugen interagieren oder darauf reagieren. So, nun haben Sie also seit dem vergangenen Jahr ein Jahr lang getüftelt, gebastelt. Falla Car System Digital 3.0 steht hier auf dem Plakat der neuen Fahrspaß der neuen Generation. Es ist verkaufsfertig. Ja, was kostet jetzt sowas? Das System liegt, denke ich, in einem verträglichen Rahmen, ähnlich wie die Modelleisenbahn auch. Das heißt, bei einem Einsteigerset ohne Fahrzeug, allerdings mit drei Satelliten, mit dem Master, mit der Software, liegen wir bei 799 Euro. Die Einzelfahrzeuge werden sich zwischen 250 und 350 Euro bewegen, je nachdem, welchen Funktionsumfang sie haben. Und wie viele Fahrzeuge sind jetzt schon verfügbar?
Wir werden im ersten Jahr drei Fahrzeuge bringen, einen Herz-LKW, einen Sixt-LKW und eine kleine Kehrmaschine mit entsprechenden Sonderfunktionen dabei, so wie wir es hier auf der Anlage sehen. Genau. Und LKWs kommen dann auch sicherlich dann nächstes Jahr zur Messe oder was? Genau, wir arbeiten im Moment gerade an der Vespa. Ja. Es ist tatsächlich so, die Technik wäre unterzubringen, sowohl in einem N-Fahrzeug als auch in einem PKW, wäre aber utopisch teuer. Das heißt, die Technik wird auf jeden Fall noch längere Zeit nicht verfügbar sein in kleinen Fahrzeugen, weil kein Mensch wäre bereit, für so ein Fahrzeug 1200, 1300 Euro zu bezahlen, auch wenn es technisch umsetzbar wäre und für uns in der Entwicklung eine schöne Spielerei ist. Ist denn diese schöne Spielerei jetzt am Ende in der Entwicklung oder gibt es da vielleicht schon andere Pläne? Genau, also ich bin immer noch bei der Firma und ich werde auch eine Weile bleiben, denke ich. Und das ganze Thema macht uns in der Firma sehr viel Spaß. Und wir wissen natürlich, auch wenn es inzwischen sehr realistisch aussieht, dass da noch Luft nach oben ist und wir wollen weiterentwickeln. Viele Dinge scheitern im Moment einfach an Bausteingrößen, Bestandteilsgrößen vom Fahrzeug oder eben dann an den Kosten. Aber wir versuchen natürlich immer, das Quäntchen besser zu werden, realistischer zu werden, bessere Technik einzusetzen. Und das ist Ihnen ja schon hier ganz gut gelungen. Lieber Hendrik Mielke, wir wünschen Ihnen viel Spaß weiterhin beim Entwickeln, Tüfteln und Basteln bei der Firma Faller und hoffen, dass wir vielleicht nächstes Jahr das Glück haben, das Quäntchenglück, vielleicht die Vespa zu sehen oder irgendwelche anderen Fahrzeuge. Sehr gerne. Vielen Danke. Dank. Liebe Zuschauer, jetzt sind wir bei Rocker und Fleischmann und bei der Neuerung, die vor einem Jahr für Furore sorgte, ein ganz kurzes Wort, die Z21. Und nebenher begrüße ich jetzt Wolfram Habeck, der uns sicherlich ein bisschen was dazu sagen wird. Grüß Gott. Letztes Jahr waren wir noch ein bisschen klein aufgestellt beim Thema Z21. Wie Sie schon angesprochen haben, im letzten Jahr hat sich wirklich viel ereignet. Wenn Sie sich die Welt hier anschauen um uns herum, es dreht sich alles um die Z21. Viel hat sich getan. Einmal gestartet sind wir letztes Jahr mit einem Taurus-Führerstand. Wenn Sie sich jetzt unser Führerstandportfolio anschauen, über eine BR52 109 jeweils korrespondierend mit einem Launch, über einen Velaro als Neuprodukt, das sofort mit Führerstand ausgeliefert wird, bis zu hin fremden Führerständen von Loks, die wir nicht im Portfolio haben. Bestes Beispiel der Big Boy, den wir hier vorne vorführen. Das heißt, wir haben hier die ersten US-Dealer schon stehen gehabt, die sich begeistert von dem Thema Digitalsteuerung Z21, insbesondere mit dem Führerstand Big Boy, gezeigt haben. So, nun müssen wir ja den Zuschauern auch noch erklären, als sie voriges Jahr damit rauskamen, es wurde mal, der eine oder andere hat gelächelt und gesagt, was ist das jetzt wieder? Die Z21 zum besseren Verständnis für die, die sich vielleicht interessieren oder gedacht haben, naja, wir könnten vielleicht mal gucken. Es ist also eine völlig kabellose Steuerung der Modelleisenbahn, einschließlich Weichen, Licht etc. pp. Geht über WLAN und kann mit einem Smartphone bzw. mit einem Tablet-PC gemacht werden. Das ist erstmal richtig. Völlig richtig. Interessant für die User noch zu erfahren. Es ist völlig egal, ob Sie ein Apple iPad nehmen, ob Sie ein Android-Gerät nehmen. Mit heutigem Datum, Messestart, entfällt beim Android auch das Beta. Alle Themen unter Kontrolle. Das heißt, wir haben jetzt auch die volle Android-Version. Ja, liebe Zuschauer, wer jetzt spätestens an der Stelle meint, sich dafür zu interessieren, da kann das natürlich selbstverständlich tun. Es wird jetzt hier ein Link eingeblendet werden, wo Sie sich nochmal nachträglich Informationen holen können, einschließlich des Auspacken und Anschließen der Z21. Und da ist das nächste Stichwort da. Es ist ja auch relativ einfach, oder? Die letzten Messen, die wir besucht haben, die jüngsten Kunden waren 3,5 Jahre alt, die mit dem System gespielt haben. Sie hatten es schwer, sich auf die Dauer gegen ihren Großvater durchzusetzen, der ihnen irgendwann das Tablet aus der Hand gerissen hat. Wir glauben sagen zu können, es ist wirklich Spielspaß, Spielwerterhöhung von jung bis alt, von 3,5 Jahren bis 99 Jahren. Wir hatten tatsächlich das Kundenportfolio auf unseren Messen in diesem Alterskreis. So, und dieser Spielspaß ist ja auch relativ einfach zu haben. Die App kann man sich auf der Homepage von Rocco Fleischmann kostenlos runterladen. Die Basis-App, die Sie hier im Bildschirm sehen, ist kostenlos downloadbar. Alle anderen Erweiterungen, wie zum Beispiel die Führerstände, Spiele-Apps, auf die wir noch zu sprechen kommen, können Sie dann zum Beispiel im App Store downloaden. Downloaden. Dann gibt es auch den Play Store für die Android-Benutzer. Und dann genau das. So, die Apps funktionieren, die gehen alle. Es gibt verschiedene Führerstände. Wie viele Führerstände sind es? 7 Führerstände nach der Messe verfügbar.
plus einen zusätzlichen, wo wir noch ein bisschen Entwicklungsaufwand hineinstecken werden, der Big Boy, der nach der Messe noch perfektioniert wird. So, nun haben wir ja auch voriges Jahr schon bei der Messe mal ein bisschen rumgestichelt, weil wir gesagt haben, der Spielspaß wird ja erst komplett, wenn man im eigenen Führerstand auf der eigenen Anlage fahren kann. Und jetzt ist eigentlich das Unglaubliche passiert und das Dollste, nämlich... Letztes Jahr versprochen, heuer sind wir wie versprochen da. Die Kameralok, die letztes Jahr angekündigt wurde, ist pünktlich zur Spielwarenmesse Nürnberg fertig geworden, wie Sie hier am Bildschirm oben live verfolgen können, und wird in der zweiten Jahreshälfte irgendwann dann auch im Handel verfügbar sein. Es ist aber so, wie wir das gesehen haben, erstmal eine Lok, die eine Kamera hat. Zunächst einmal starten wir mit einer Lok. Im Hintergrund schauen wir uns bereits weitere Loks an, die wir dazufügen können. Wichtig ist uns, dass wir möglichst schnell am Markt mit einer verfügbaren Lok dann draußen präsent sein werden. Es werden also bis nächstes Jahr noch weitere Loks sozusagen folgen, die mit der Kamera ausgerüstet sind und dann im Handel auch erhältlich sind. Haben Sie schon eine Ahnung ungefähr, welche Loks das sein könnten? Eine, die wir uns sehr genau anschauen, ist die 218. Okay, das wird viele Leute freuen. Tja, Wolfram Habeck, wollen wir noch ein bisschen spielen? Ich meine, es ist ja eine interessante Geschichte, auch für den Moderator einer Sendung eine ganz tolle Sache. Wir bedanken uns ganz herzlich für das Gespräch. Wir hoffen, dass dieser Erfolgsweg weitergeht für Rocco und Fleischmann mit dieser wirklichen Steuerung für die Zukunft. Fällt mir gerade noch ein, bevor wir uns verabschieden, liebe Zuschauer, eine Frage noch. Ist diese Z21 auch für andere Fahrzeuge geeignet? Egal, was Sie steuern wollen, egal, welche Lok Sie steuern wollen, unser Z21 steuert alles, wie wir hier live mit einer Mitbewerber-Lok präsentieren. Das heißt, egal, welche Lok Sie zu Hause im Schrank haben, Wechselstrom, Gleichstrom, egal welcher Hersteller, es freut uns natürlich Rocco Fleischmann, Sie steuern mit unserer Applikation alle gängigen Loks. Ein Thema, das uns massiv am Herzen lag in all unseren Entwicklungsüberlegungen, war das Thema Spielwerterhöhung. Wir sind immer wieder darauf angesprochen worden, was heißt Spielen eigentlich? Ich habe zwar Führerstände, aber ihr habt immer von Spielen geredet. Wir sind pünktlich zur Nürnberger Messe fertig mit dem ersten Spiel, wo Sie wirklich zeigen können, wir verknüpfen die virtuelle Realität mit Hardware im Hintergrund, die dann fahren muss. Das heißt, wir haben unser erstes Rangierspiel hier live auf der Messe zum Präsentieren, wo Sie auf unterschiedlichen Geschicklichkeitsebenen möglichst schnell Aufgaben lösen müssen. Abhängig von der Zeit, die Sie erzielen, kriegen Sie gewisse Punkte zugewiesen. Und das Interessante jetzt für den User ist, diesen Highscore können Sie im Internet dann eintragen und Sie können jetzt gegen Ihre Freunde auf der ganzen Welt, Australien, Japan, USA, Deutschland, Wettbewerbe spielen, die wir am Ende des Jahres auch mit einem Preis belohnen werden. Das Interessante daran ist, wir haben da schon relativ viel User-Feedback gekriegt. Sie können dazu auch Videos hochladen, egal ob Facebook, egal ob YouTube. Das heißt, Sie können Usern quasi Tipps geben, wie können sie besser werden in diesen Spielen. Das heißt, wir wollen eigentlich so ein Dach über diese ganze Spielewelt drüber stülpen und dieses Thema Vernetzung weltweit in Angriff nehmen. Die ersten Feedbacks am heutigen Messetag dazu waren überwältigend. Lieber Wolfram Habeck, mit diesem Schlusswort möchte ich jetzt weitergehen. Ich habe mich noch mit Reinhard Reindl verabredet, der uns die Neuheiten, das rollende Material von Rocco und Fleischmann vorstellen möchte. Soweit, liebe Zuschauer, zu den interessanten Ausführungen über die Z21 und deren Neuerungen. Und nun interessiert Sie natürlich selbstverständlich auch noch, was Fleischmann und Rocco an rollenden Material, an Formneuheiten zu bieten hat. Und da begrüße ich an meiner Seite, wie immer, den kennen Sie ja schon, Reinhard Reindl. Ja, Herr Reindl, was gibt es denn Neues bei Rocco und Fleischmann? Ja, guten Tag. Also ganz neu und topaktuell für heuer angekündigt ist die Elektrolokomotive Baureihe 151 von Rocco als Top-Neuheit für den deutschen Markt in einer sehr hochwertigen Ausführung mit RE44 relevanten Details wie Ätzteile, Sound und so weiter, um wirklich ein Modell auf den Markt zu bringen, das zeitgemäß ist. Es handelt sich hierbei um eine komplette Neukonstruktion. Und welche Bahnverwaltungen werden von dem Modell angeboten? Also zunächst einmal die B in der klassischen Epoche 4 Ausführung in grüner Lackierung. So, dann geht es ja weiter bei Rocco. Dann haben wir natürlich noch die Schneefräse Beilhack. Ja, richtig. Also wir haben die Schneefräse von der Firma Beilhack entwickelt für die SBB schon vor einiger Zeit auf der Nürnberger Messe
vorgestellt. Aufgrund der großen Resonanz seitens unserer Schweizer und auch internationalen Kunden haben wir uns entschieden, das Fahrzeug jetzt in Serie zu entwickeln. Und wir werden das Fahrzeug im Spätsommer dann auf den Markt bringen. Auszeichnen wird das Modell natürlich eine vorbildgerechte Darstellung gewisser Bewegungsabläufe. So lässt sich der Aufbau des Fahrzeuges bewegen, um die eigene Achse bewegen. So lässt sich der Fräskopf mit den Schleuderrädern auf- und absenken. Und die Schleuderräder drehen sich natürlich auch vorbildgerecht. Dann gibt es eine weitere Lokomotive, die Baureihe 194. Ja, richtig. Die 194 haben wir ja schon eine sehr lange Zeit im Programm. Die Lokomotive ist immer wieder überarbeitet worden. Und heuer möchten wir das Fahrzeug dem aktuellen Modellbaustandard anpassen. Die Lokomotive bekommt LED-Beleuchtung, wird mit einem verbesserten Sound ausgerüstet, sowie auch das Fahrwerk wird komplett überarbeitet. Mit feinen Rädern, niedrigen Spurgrenzen. Und natürlich werden wir die eine oder andere Formänderung auch vornehmen, um, wie schon gesagt, das Fahrzeug dem aktuellen Modellbaustandard anzupassen. Also Metallgriffstangen und Edge-Style inklusive. Und natürlich auch digital. Ja, selbstverständlich. Die Lokomotive wird es in digitaler Ausführung mit Sound geben und in der üblichen analogen Ausführung. Weiteres Fahrzeug, T200? Ja, richtig, ja. T2000 ist unsere Neuentwicklung im Güterwagenbereich. Es handelt sich hier um einen Doppeltaschenwagen, der im internationalen Güterverkehr quer durch Europa im Einsatz ist. Und wir wollen hier endlich ein Nachfolgemodell für unser betagtes Känguru-Einheitstaschenwagenmodell liefern. Ist klar. Ja, dann machen wir mal keine Reklame. Vielen Zuschauern wird die Farbe ein Begriff sein. Bei Skispringern steht es oben, richtig, ja, am Helm dran. Was ist das? Ja, wir wollen nicht abheben mit diesem Modell wie unsere erfolgreichen Skispringer aus Deutschland und Österreich. Aber wir wollen in Kooperation mit Manner das Fahrzeug der Taurus-Lokomotive 541 mit Manner-Werbung ins Modell umsetzen. Das wird sicherlich im Original, hast du sicherlich die Frau Geibel gemacht, oder? Nein, gar nicht. Nein, diesmal nicht. Diesmal ist das eine Eigenentwicklung, also Design-Eigenentwicklung der Designabteilung der Firma Manner. Gut. Kommen wir mal zu Fleischmann. Ich meine, das war schon eine ganze Menge Marokko, aber Fleischmann muss ja nun auch mitbehandelt werden. Die Fleischmann-Freunde warten ja auch auf Neuigkeiten. Was können Sie uns da anbieten? Ja, bei Fleischmann die Top-Neuheit für dieses Jahr ist der Elektrotriebzug Baureihe 407 ICE der Deutschen Bahn AG, der als komplette im vorbildgerechten Maßstab 1:87 umgesetzt wird. Das Fahrzeug zeichnet sich wirklich durch modernen Modellbau aus, durch LED-Innenbeleuchtung im digitalisierten Zustand sowie durch diverse Soundfeatures. Das Fahrzeug wird natürlich vorbildgerecht auch mit modernen neuen Stromabnehmern ausgerüstet sein und durch zusätzlich einige Highlights im Modellbau. Dann kommen wir zu den Elektrolokomotiven, eine ganz besondere. Noch. Ja, richtig, eine unter uns schon mehrmals angesprochene Lokomotive, die Elektrolokomotive E60. Es handelt auch sich hier um eine komplette Neukonstruktion. In aktuellem Modellbau, also geätzte Scheibenwischer, geätzte Trittläufe, feine Metallgriffstangen, feine Spurgrenze, Metallfahrwerk, LED-Beleuchtung habe ich schon, wird das Modell haben. Natürlich wird es auch eine Digitalausführung geben mit Sound- und Digitalkupplung. Was hat das jetzt mit der E41 als nächstes Fahrzeug auf sich? Nur mit neuem Sound oder auch komplett überarbeitet? Nein, neues Modell? Die E41 bzw. Baureihe 141 im ganz konkreten Fall ist eine fast Neukonstruktion dieser Lokomotive. Und zwar handelt es sich hier nicht um das alte Fleischmann-Modell, das wir jetzt nur wieder auflegen. Es ist wirklich eine Lokomotive auf Basis des ehemaligen Rocco-Modells mit komplett neuem Gehäuse, komplett neuem technischen Innenleben mit LED-Beleuchtung, mit Sound, Kurzkupplungskinematik. Ausführung in Epoche 4 in Ozeanblau-Beige mit feinen Stromabnehmern, Edge-Stylen
etc. Den Liebhabern der Baureihe 143 wird auch geholfen? Ja, richtig. Im Maßstab N, die N-Bahner, eine wichtige Kundengruppe, dürfen wir natürlich auch nicht vernachlässigen. Hier gibt es ein komplett überarbeitetes Modell der beliebten Baureihe 143 bzw. 243 der Deutschen Reichsbahn, die wir erstmalig im Fleischmann-Programm anbieten werden. Dann kommt noch im N-Bahn-Bereich die Baureihe 112 dazu. Ja, richtig, die 112 als Schwesterlokomotive der Baureihe 143, 243 wird natürlich auch im kleinen Maßstab umgesetzt werden. So, dann haben wir natürlich auch noch wunderschöne Wagen zum Anhängen, die sogenannten Schotzenwagen, die gibt es auch in N. Ja, richtig. Aufgrund der immer wieder geforderten Wünsche seitens unserer Modellbahner, die Schürzenwagen wieder ins Programm aufzunehmen, haben wir uns entschlossen, die Schürzenwagen zeitgemäß jetzt mit Kurzkupplungskinematik auszustatten, dass endlich auch in N ein schöner Dampfzug mit Schürzenwagen unterwegs sein kann. Ich weiß, wir haben uns in der letzten Messe unterhalten, Baureihe 03. Ja, in dem Fall muss ich dasselbe sagen wie das letzte Mal. Ja. Es ist ein Projekt, das bei uns immer wieder diskutiert wird und ich kann nur sagen, lassen Sie sich überraschen, wir werden es demnächst sicherlich ins Modell umsetzen. Muss ich nochmal nachfragen, weil ich weiß, es gibt viele, die jetzt drauf lauern. 03, wird es die alte Altbau 03 oder die 0310 sein? Na, definitiv die Altbau 03 nicht. Also wenn, da wir ja schon die 0310 mit Altbaukessel im Programm haben, kann es eigentlich nur eine 0310 mit Neubaukessel sein, beziehungsweise eine mögliche DR-Variante. Ja, und dann spreche ich wieder aus den Herzen der Liebhaber der 0310. Ist es vielleicht möglich, dass Rocco sagt, okay, wir legen noch eine Bedruckung bei, dass einer, wer die 0310 haben möchte? Nein, Sie müssen uns eigentlich wissen, und Sie müssen es eigentlich wissen und unsere Modellbahner kennen uns ja auch aufgrund der langjährigen Erfahrung mit den Firmen Fleischmann und Rocco. Wir werden natürlich, wenn die Lokomotive vorbildgerecht umsetzen, mit allen Detailänderungen am Kessel, Umlauf, Tender und so weiter. Herr Rein, das war ein Versuch wert. In dem Falle wünschen wir Ihnen und der Firma Rocco und Fleischmann hier in Nürnberg maximale Erfolge und ich hoffe auf Wiedersehen im nächsten Jahr. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich bedanke mich. Ja, liebe Zuschauer, jetzt kann ich Ihnen wieder ein Jubiläum und eine Jubiläumslok ankündigen und alles, was das damit auf sich hat, erklärt uns jetzt Filippo Pistone von der Firma Lilliput. Vielen Dank, Herr Budig, für die Möglichkeit, der Marke Lilliput hier wieder eine Plattform zu bieten, die neuen dann zu präsentieren. Dieses Jahr ist ein besonderes Jahr für uns in Altdorf, da die Niederlassung 20-jähriges Bestehen feiert. Daraus resultierend haben wir auch ein Sondermodell herausgebracht oder bringen es noch raus, und zwar die 45010, die Museumslok, die ja im Original leider zu Schaden gekommen ist beim Großbrand des Museums im Jahr 2005. Und dazu bringen wir eben anlässlich unseres 20-jährigen Jubiläums der Niederlassung dieses Sondermodell raus. In einer attraktiven Metallbox, schon fertig beschriftet, auch wie es dann im Originalzustand auch dem Museum übergeben wird. Und ausgestattet komplett mit Sound. Sowohl in der Gleichstromvariante als auch in der Wechselstromvariante. Zu dieser wunderbaren Lok gesellen sich natürlich noch andere Neuheiten. Ich denke da zum Beispiel an die Baureihe 56. Ja, bei der Baureihe 56, da gibt es die DB-Variante. Und die DR-Variante bringen wir raus mit dem Windleitbrechen, aber dieses Mal die Variante unbedruckt, weil viele der Händler in den neuen Bundesländern das uns angeraten haben oder darum gebeten haben, diese Variante auch mal unbedruckt zu bringen, da dort die Nachfrage entsprechend größer danach wäre, weil es ja doch sehr speziell war mit der Fritz-Reuter-Beschriftung. Also bedeutet das jetzt, dass die Käufer, die Kunden sich die Lok selber beschriften können oder machen oder wie ist das? Also es ist so, die erste Variante, die wir ja schon angekündigt hatten, eben mit dieser Fritz-Reuter-Beschriftung, die ist schon fertig bedruckt, die wird auch so ausgeliefert, aber aufgrund der Resonanz aus den Fachhändlergebieten in den neuen Bundesländern haben wir uns dazu entschlossen, die gleichen Betriebsnummer, also die gleiche Lok, die auch 1 zu 1 auch so gefahren ist, unbedruckt, auch als Modell unbedruckt rauszubringen. Sprich, die ist identisch, vollkommen identisch mit der bedruckten Variante, die wir schon angekündigt hatten, nur dieses Mal unbedruckt. Allerdings fügen wir dort die Fritz-Reuter-Beschriftung als
auf Nachschiebebild der Packung mit dazu. So kann sich jeder Endverbraucher selber die Entscheidung treffen, möchte es bedruckt haben oder nicht. Dann gibt es noch eine weitere Dampflok, die Baureihe 75, auch ein sehr schönes Modell. Ja, da kommt die Baureihe 75, kommt die R-Epoche 3 Variante raus in der DR-Version, Deutsche Reichsbahn. So, dann gehen wir mal zur etwas moderneren Klasse, nämlich zu den Dieseltriebwagen. Da haben Sie ebenfalls ein sehr schönes Modell im Angebot. Ja, da haben wir sogar zwei schöne. Der Erfolg bei den Gepäcktriebwagen dieser VT-Reihe haben wir uns entschlossen, auch natürlich die Personentriebwagen rauszubringen. Das ist zum einen der VT 858 und dann in der DRG-Version und dann die VT 62904 in der DB-Version. Haben wir ja schon jetzt erstmal eine ganze Reihe von Lokomotiven genannt, die Sie jetzt haben. Wann können denn die Kunden, die sich dafür interessieren, ungefähr rechnen, dieses Jahr, wann das auf dem Markt sein wird, bis zu diesem Lokomotivenbereich? Sie wissen ja, wie das ist mit den Neuheiten und Terminen. Also bei allen, die jetzt genannt worden sind, gehen Sie davon aus, in den ersten 6-7 Monaten dieses Jahres, in 2013 definitiv. Das ist unser Ziel. Ja, ich meine, ist klar. Ziele kann man immer haben, aber manchmal ist es recht schwer, die einzuhalten. Es gibt viele Ursachen. Richtig. Sie bieten auch einen Güterwagen an, den ich auch besonders schön finde. Vor allen Dingen, weil er nicht so glänzend neu aussieht, sondern einen gealterten Güterwagen. Das finde ich immer eine ganz interessante Alternative. Ja, also wir haben uns nach langem Hin und Her auch mal für die Marke Lilliput entschieden, das Thema Supern, Altern mal aufzugreifen. Haben 6 Modelle rausgesucht. 3 Modelle sind schon in dem Standardprogramm vorhanden. Die werden auch entsprechend gealtert, also mit Gebrauchsspuren versehen. Haben aber auch 3 neue Modelle, einen Kesselwagen, einen Planenwagen der Epoche 5 und dann noch einen Drehschemelwagen, also einen Flachwagen mit Beladung, die entsprechend auch zu altern. Wir bleiben aber noch mal jetzt bei diesem gealterten Waggon erstmal. Auch der wird irgendwann dieses Jahr noch erscheinen. Also die ersten 3, also das ist der Packwagen. Ein Packwagen, dann kommt ein offener Güterwagen, ein geschlossener Güterwagen. Und diese 3 Modelle werden relativ kurzer Zeit verfügbar sein, also sprich in den Handel kommen. Gibt es denn schon Erfahrung, wenn Sie solche gealterten Fahrzeuge verkaufen, wie die Resonanz ist? Wird das angenommen? Also für uns ist es wirklich Neuland. Wir haben gealterte Modelle so in dem Umfang noch nicht im Programm gehabt. Für uns ist es wirklich ein Versuch. Haben halt festgestellt, dass die Nachfrage danach besteht, um eben auch unser Programm entsprechend auch anzupassen, zu erweitern, zu ergänzen, wie auch immer. Ja, dann kommen wir noch weiter im Wagenbereich. Da gibt es ebenfalls was Neues, ein Silowagen in H0 und N. Ja, den bekannten Staubgut-Silowagen. Den haben wir ja schon erfolgreich angekündigt. Da werden noch 2 Versionen dazukommen. Einmal der Envelok, in der Version Envelok und einmal in der Version RSB Logistik. Diese 2 Varianten kommen jetzt dieses Jahr noch raus. Also die kommen auch dieses Jahr. Dann gibt es dann im Wagenbereich dann doch noch was Interessantes, was Sie anbieten. Es wird etwas kleiner, etwas schmaler in H0E. Und zwar einen Drehschemelwagen und einen Aussichtswagen. Richtig. Das Interessante beim Aussichtswagen, da haben wir auch eine Variante rausgegeben oder werden produzieren mit Beleuchtung. Das Besondere daran, dass dieser Aussichtswagen hat einen Dachaufbau mit Metallgitter. Und entsprechend wirkt er auch wertig und attraktiv. Beim Drehschemelwagen, den mit 2 Wagen versehen ist, als Set. Der bekommt als Ladegut Holzstämme und ist auch schon fertig montiert in der Schachtel, damit es keine komplizierten Handlungen gibt, sondern den kann man dann direkt auspacken und schon zum Einsatz bringen. Ja, dann wären wir ja eigentlich schon bei den wichtigsten Neuheiten für Sie durch. Ich hoffe, es gibt noch ein tolles Jubiläumsjahr für Sie. Vielen Dank. Auch eine schöne Feier, Herr Philipp, dass man auch mal sagt, wir stoßen mal ein Glas Sekt an auf den Erfolg. Ja. Wünschen Ihnen auf der Messe erstmal viel Erfolg und wir hoffen uns auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr. Vielen Dank. Vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Danke.